Und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. In der letzten Folge haben wir ja gegen Ende hier in diesem Tempel versucht, das mit den Feuern zu machen. Irgendwie kriegen wir sie nicht entzündet. Ich weiß auch nicht. Müssen wir draufschießen? Nee, müssen wir auch nicht. Egal. Lass die Feuer Feuer sein. Wir ziehen weiter. Ich habe auch schon was markiert. Ich zeige es dir gleich auf der Karte. Sobald ich dann hier meinem Sammelfrust gedient habe. Haben wir noch was hier? Nee, das war's. Wir machen hier oben das Versprechen eines Liebenden. Ein Mann hat seine Liebste gebeten, sich mit ihm in Haldrep zu treffen, damit sie gemeinsam fliehen können. Da marschieren wir jetzt mal hin. Und wir sollen rein zufällig in die Richtung. Wunderbar. Ich weiß jetzt nicht, ob das diese Riesenstadt ist, die wir in der letzten Folge gesehen haben. Oh, da oben haben wir wieder Scherbengedöns. So, dann wollen wir mal Scherben suchen. 6 Stück an der Zahl. Respekt. 1, 2, 3, 4. 5 und Nummer 6. Gut, das haben wir. Wir müssen jetzt in die Richtung. Haben wir da auch Scherben? Eher nicht, ne? Ne, gut, dann machen wir erstmal die Quest. Sind wir schon da? Das sah aber jetzt der Karte wieder weiter aus, als es in Wahrheit ist. Prophetenlorbeer? Nein, Erze. Hier sollen wir hin? Lups. Untersuchen. Was? Nein! Entschuldigung, ich gerade. Was die? Alter! Ich hoffe, du da draußen hast jetzt keinen Hirnsturz gekriegt. Ich hasse Spinnen. Wer mich kennt, der weiß, ich hasse Spinnen. Ich weiß jetzt schon. Okay, 150 Gold, nice. Wer die E3 ein bisschen verfolgt hat, es wird ja ein Spiel kommen, das heißt, glaube ich, The Hunt von Crytek, kann das sein? Und der Dark und ich haben uns schon fest vorgenommen, das zu spielen. Da geht es eigentlich darum, dass ihr wie Players, wie heißt es, Player an aus Battleground auf einer großen Map startet und verschiedenen Hinweisen folgen müsst, um den Endboss zu finden. Ihr könnt aber auch zwischendurch gegnerische Gruppen erledigen. Ziemlich geil gemacht, grafisch auch. Und es gab da jetzt in der letzten Zeit schon mal das erste Gameplay-Video zu sehen auf YouTube. Müsst ihr einfach mal eingeben, der Hand. Ja, was war da natürlich der Endboss? Eine Spinne, aber so geil gemacht. Es war eine Augenweide. Nur ich habe zum Dark schon gesagt, also ich mache alles mit, aber wenn der Boss dann kommt, den kann er dann alleine machen. So, wir sind wieder am Lager. Ja, waren wir jetzt echt nicht weit weg. Okay, der Drops ist gelutscht. Was sagt die Karte? Wir waren überall. Hier haben wir noch Holzschlag und Riss beim Kap. Nehmen wir das in Angriff, wenn wir dann gerade mal hier sind. Ich habe, glaube ich, noch keinen Screenshot gemacht für die Folge. Das darf ich nicht vergessen. Haben wir denn irgendwas Schönes, was wir mal so eben abfotografieren können? Prophetin-Lorbeer? Nein, den nicht. Nö. Da könnte was kommen. Machen wir ein schönes Panoramabild am Seufzerstrom mit Teddybären. Knips, fertig. So, wir müssen hier rüber. Hier drüben war ein Durchgang, aber ich glaube, der Dicke wird uns wohl nicht lassen. Schilden. Noch
Feuerruhen hinterher immer drauf. Ne? Das war Meister Petz. Oh, der Blutlotus ist wieder respawned. Very nice. Brauchen wir sehr viel von. Und wenn er denn gerade mal hier ist, dann nehmen wir natürlich mit. So. Ein grünerer Garten. Quest abgeschlossen. So, ich denke, wir müssen hier rein. Da ist was. Wo sind wir hier überhaupt? Waren wir schon mal hier? Wir gehen erstmal rechts gucken. Nur gucken. Nichts anfassen, nur gucken. Pronto. Nein! Ich wollte ihn nicht angreifen. Mehrere Prontos. Mhm. Sind das Vorreiter eines Drachen? Entdeckt Stein. Level 19er Riese. Mhm. Level 11er Bogenschütze. Ja, okay, der Riese legt sich mit dem Bogenschützen an. Ich weiß nicht, wenn wir die pullen, wenn die alle drei kommen, das wird nicht schön. Das wird nicht schön. Wir gehen erstmal in die andere Richtung. Explorer, der alte Pazifist. Dann schauen wir mal. Seht euch vor Leuten vor, die versuchen, dem Krieg zu entkommen. Deserteuren kann man nicht vertrauen. Meint er. Der nächste ist wieder Level 19. Wieder Level 19. Siehst du, wieder. Also bis Cassandra aus dem Quark kommt, das ist eine gefühlte Ewigkeit. Kann man die eben ein bisschen flashen hier. Bams. Alle brennend. Hier kriegen wir natürlich ein bisschen mehr Schaden, weil die so immens verteilt sind und nicht mal ansatzweise motiviert sind, uns anzugreifen. Irgendwas Dickes dabei? Ich sehe im Moment nichts. Da hinten. Dämon des Hochmutes. Können wir nochmal eben hier bitte, danke. Bitte eine Flammenrune, eine Explosionsrune. Alles ist am Brennen, alles ist tot. Bis auf den Dicken. Der kickt mich hier. Ach, der Dicke ist auch schon tot. Das ging aber fix. Wie ist denn der so schnell umgekippt? Dann mach mal zu, das Loch hier. Bist du beim Cup? Was haben wir denn hier? Aber zum Lesen, hier haben wir einen Holzschlag. Badum. Holzschlag erhalten, Holzschlagposition gefunden. Ja, aber wie gesagt, keine Ahnung, ob wir es noch für irgendwas brauchen. Papierfetzen. Es war einst eine Schwester aus Sud, die anderen half, wie die Kirche es tut. Sie sammelte Gold und Speisen, suchte Eltern für Waisen. Doch am wichtigsten waren ihr G. Der Holzfäller konnte sein Gedicht offenbar nicht zu Ende schreiben. Ja. Okay, da haben wir noch ein bisschen Embryo.
Können also auch hier unten lang. Müssen uns quasi gezwungenermaßen gar nicht mit denen da oben prügeln. Aber ich würde gern mal austesten, was der Kollege hier drauf hat. Es ist nur jetzt sehr ungünstig, dass der Dicke da hinten auch noch mitkommt. Niedrige Gesundheit, okay. Ich glaube, der Dicke hat uns... Es sind zwei Dicke! Wieso kommt der dahinter jetzt auch noch? Kann mir das irgendjemand sagen? Okay, Brontos haben wohl nicht so viel drauf, und sobald die runtergeprügelt sind. Bei einem Riesen sieht das jetzt wiederum ganz anders aus hier. Ich glaube... We will die. Schilden. Obwohl, wir haben da noch die Ulti hier. Lass mal ein bisschen zünden hier. Ich glaube, die wäre jetzt absolut angebracht. Die zünden wir sowieso zu wenig, beziehungsweise brauchen sie nicht zünden. Oh, ich glaube, die bringt auch nicht so viel, ne? Sehe ich das richtig? So, jetzt müssen wir ein bisschen... Ja. Achso, ja. Bienengedöns. Da war noch was. Schilden. Hallo? Hallo. Wieso baut ihr die Fähigkeiten so langsam auf jetzt? Ist das Absicht? Okay, die kriegen wir. Die kriegen wir, die zwei, die kriegen wir. Okay, die geben keinen Loot. Nummer eins. Und Nummer zwei. Sehr schön. Rrrp. Hat er gut geklappt, finde ich. Leichte Rüstung, Stufe 16, Stufe 17. Okay, der Loot lohnt sich bei denen. Nehmen wir erstmal mit. Haben wir noch mehr Riesen, weil dann würde ich direkt alle rumnatzen hier. Nee. Was? Da ist noch so ein Pronto-Gedöns. Droppen die Bronto-Zähne, Bronto-Leder. Was ist denn da oben für ein Hirsch? Haben wir das schon? Wir gehen mal gucken. Hm. Wo wollten wir denn jetzt übrigens hin? Wir wollten nach hier unten. Ne? Ich habe mich wieder total ablenken lassen. Vor Sonnenaufgang. Ähnlich wie die Inquisition hat Corypheus sehr viel Zeit und Mühe in den Aufbau eines loyalen inneren Kreises investiert. Samson ist ein lyriumsüchtiger ehemaliger Templer, der sich zum Anführer der Roten Templer aufgeschwungen hat. Cullen kennt ihn. Okay, müssen wir dann Samson erledigen oder nur mit dem quatschen? Schauen wir mal. Ich habe es jetzt auch gar nicht auf der Karte markiert, schlau wie ich bin. Was ist denn da hinten los? Sind da jetzt Leute gespawnt? Tatsächlich. Geht's hier runter? Ja, hier kommst du doch garantiert. Was? Was? Was denn? Drache! Drache! Hopp, hopp. Komm, geh, 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 geh. Wo kommt der jetzt her? Egal. Wo kommen wir hier runter? Ich will mal sehen. Ich finde die so geil. Da ist er. Welches Level hat denn der? Hallo? Und jetzt muss ich ja mal überlegen. Das Spiel ist von 2014? Kann sein? Und sie sind jetzt dran, Dragon Age 4 zu produzieren. Was denkst du, was die, wie die Drachen dann aussehen? Das wird der absolute Burner. Das wird der absolute Burner.
Ja, näher will ich jetzt auch nicht ran. Da müssen wir hin. Achso, ja super. Dann komm mal her, du Lyrium-Schmuggler. Mal eben bitte hier schwupps. Müssen wir gegen euch jetzt auch noch kämpfen? Oder lasst ihr uns in Ruhe? So. Ein Brief. Brief an die Wagenführer der Schmuggler. Unter den Papieren, die den Schmugglern von Rotem Lyrium in den Dales abgenommen wurden, befindet sich diese Notiz des Redelsführers an seinen Leutnant. Hütet euch vor diesem roten Lyrium. Unser Magier meint, es sei viel stärker als das blaue, als würde man Schnaps in einem Bierkrug servieren, hat er gesagt. Zwei Nächte später drehte er dann durch, schrie und hatte Schaum vor dem Mund. Wir mussten ihn ins Lagerhaus sperren, sieht aus wie Lyrium-Wahnsinn, geht aber schneller. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Unser neuer Kunde Samson lässt seine Mitarbeiter jeden kaufen, der daran erkrankt, mit Gold. Als sie den Magier holten, habe ich nach dem Grund gefragt und Samsons Leute sagten, um etwas Besseres aus ihm zu machen. Und bei dem Kaufpreis muss das wirklich was ziemlich Spektakuläres sein. Die Männer sollen in der Nähe der Kisten besonders vorsichtig sein. Gebt mir Bescheid, wenn jemand krank wird und behaltet den Grund dann für euch. Noch ein Brief, in dem Samson erwähnt wird. Und einige Unterlagen mit Namen. Das könnte Cullen weiterhelfen. Okay, dann müssen wir jetzt im Hinterköpfchen behalten, wenn wir wieder in der Sturmfeste sind, dass wir da mit Cullen reden. Gut, das haben wir. Mich würde jetzt nur interessieren, wie man zu dem Drachen kommt. Ich denke mal da drüben irgendwie, ne? Da hinten sieht es so aus, als wenn da ein Durchgang ist. Hier ist auf jeden Fall keiner. Kann auch sein, dass wir das erst am Tisch freischalten müssen. Oh, Freunde. Nice to see you. Ja, Explorer, der auf den Baum schießt. Die haben eine eigene Höhle hier? Sehe ich das richtig? Komm, den muss ich doch treffen hier. Nicht? Ich hoffe, er ist alleine. Doch, wir machen Schaden, aber... Es scheint ihn wirklich nicht zu interessieren. Okay. Wer nicht will, der hat schon. Ah, da wird einer wach. Wir bremsen aber trotzdem nochmal Bienen drauf, auch wenn es nur einer ist. Schilden. Wohin? Oh. Nimm dir doch einen Fels. Nimm dir doch einen Fels. Einen ganzen Berg. Okay, dann glaube ich, dass die Riesen den Drachen beschützen. Oder beziehungsweise sonst... Hallo? Bleibst du da? Ist hier Streit angesagt? Scheint friedlich zu sein. Schade, da hat nichts dabei. Okay, das ist nice, dass sie friedlich sind. Das freut mich. Das ist die Riesenhöhle. Mit tiefen Pilzen. Ja, super. Da haben wir noch eine Kiste. Das Lager der roten Jenny. Das wird Sarah ja freuen. Tja, das Geld liegt auf der Straße. Das war's? Wir haben auch noch zwei Objekte hier zum Einnehmen. Sarah stimmt tendenziell zu. Das freut mich. Der Dicke braucht mal eben eine Schönheitskur hier. So, es ist die Frage, wie kommen wir da hin?
Ah, hier war hier noch ein Durchgang? Hatte ich nicht irgendwas gesehen? Da. Freundchen, du bleibst mal schön da oben. Okay. Hier geht's zum Drachen, definitiv. Unglaublich, dass dieser Turm noch steht. Was? Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ja, wir machen hier einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.